Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Mittlerweile finde ich dieses ideologische Verbarrikadieren der Unionsparteien absolut unerträglich. Ich finde es auch müßig, die bekannten Fakten ausführlich zu wiederholen, aber eine kurze Zusammenfassung trotzdem. Seit Jahren wird fast die Hälfte der Einbürgerungen unter Hinnahme der Mehrstaatlichkeit vorgenommen, auch in Berlin. Und es sind nicht nur Angehörige von EU-Mitgliedstaaten. Die Zahl der Kinder aus binationalen Ehen steigt. Diese werden mit zwei Staatsangehörigkeiten geboren und behalten diese beiden Staatsangehörigkeiten ein Leben lang. Die CDU, die ja so vehement die Mehrstaatlichkeit bekämpft, wählt einen Mehrstaatler zum Ministerpräsidenten. Die Bundes-SPD hat vor und nach den Bundestagswahlen die Aufhebung der Optionspflicht als eine rote Linie definiert, hat sich aber ins Koalitionsprogramm den Satz, wer in Deutschland geboren und, ich unterstreiche, aufgewachsen ist, soll seinen deutschen Pass nicht verlieren und keiner Optionspflicht unterliegen, unterjubeln lassen oder auch bewusst so formuliert. Damit wurde die Diskussion, wie denn nun die Optionspflicht aufzuheben sei, eröffnet. Die Argumentationen darüber sind ebenso abenteuerlich wie die Diskussion um die Mehrstaatlichkeit an sich. Ein Kind, das dem Optionsmodell unterliegt, soll demnach nur dann beide Staatsangehörigkeiten behalten dürfen, wenn es in der Bundesrepublik aufgewachsen, sprich zur Schule gegangen ist. Sonst muss der Jugendliche für eines der beiden Staatsangehörigkeiten optieren. Was machen Sie denn, meine Damen und Herren von der Union, im folgenden nicht undenkbaren Fall? Ein Jugendlicher, der dem Optionsmodell unterliegt, ist in der Bundesrepublik geboren worden, hat aber anschließend 22 Jahre im Ausland gelebt, kann kein Wort Deutsch, optiert habe für die deutsche Staatsangehörigkeit. Was können Sie machen? Nichts. Er bleibt deutscher Staatsbürger. Solche unlogischen und unnützen Einschränkungen brauchen wir nicht. Einen schnellen und konsequenten Weg zur Abschaffung der Optionspflicht haben einige Länder im Bundesrat aufgezeigt. Ich habe in den letzten Monaten immer wieder zu unterschiedlichen Punkten, an unterschiedlichen Punkten an die Sozialdemokraten appelliert, leider immer wieder umsonst. Aber erneut fordere ich insbesondere die Sozialdemokraten auf, die im Wahlkampf zum Thema doppelte Staatsbürgerschaft so große Töne gespuckt hat. Stimmen Sie unseren Antrag zu, und zwar heute. Lassen Sie sich nicht von ideologischen Vorbehalten ausbremsen. Ermöglichen Sie die Mehrstaatlichkeit als Regelfall und sorgen Sie dafür, dass die Optionspflicht ohne Wenn und Aber abgeschafft wird. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben hier jetzt die absurde Situation, dass alle Parteien sich einig sind, die Optionspflicht abzuschaffen. Bis dahin aber noch viele Menschen ihre deutsche Staatsbürgerschaft zu verlieren drohen. Deshalb sollte Berlin dem Beispiel anderer wie Hamburg, Brandenburg oder NRW folgen und alles rechtlich Mögliche tun, damit dies nicht geschieht. Andere Länder können es schließlich auch. Danke.